An so einem schönen Tag, da kommt mir doch nichts Besseres in den Sinn, als mal wieder die Natur zu bestaunen und regelrecht abzuspannen. Tja, man kann ja nicht immer nur arbeiten, nicht wahr? Ah, ist das ein schöner Tag. So ruhig und friedlich. Hm? Nanu, war da was? Hat sich dieser Busch gerade bewegt? Komisch. Anscheinend habe ich schon Halluzinationen. Das muss ich mir wohl eingebildet haben. Naja, macht ja nichts. Also ein Busch, der sich bewegt. Was für ein Quatsch. Nanu? Jetzt hat er sich ja schon wieder bewegt. Und da, schon wieder. Moment. Der Sache muss ich mal auf den Grund gehen. Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Wer ist denn da? Na? Hallo, hallo. Ach, Greka. Ja, genau, ja, genau. Ich bin's, ich bin's. Mensch, das ist aber eine schöne Überraschung. Was machst du denn hier? Ja, wie du schon sagtest. Überraschen, überraschen. Ich wollte dich mal überraschen. Ja, wollte ich. Und ist die Überraschung geglückt? Ich wollte mal sehen, wie du darauf reagierst, wenn sich mal ein Busch bewegt. Ja, die Überraschung ist dir geglückt. Ja, nicht wahr? Hm. Du sag mal, du hast ja bald Geburtstag. Geburtstag? Ja. Ja, und ich wollte fragen, was dein Lieblingsgetränk ist. Das würde ich dann holen. Holen. Nun, Milch trinke ich gerne. Was? Wieso? Milch ist doch lecker und gesund vor allem. Nee, also Milch ist nicht so meins, nicht so meins. Eher Wasser, Wasser. Ja, das ist mir klar. Du als Vogel, genauer gesagt als Papagei, dass du da lieber Wasser trinkst als Milch, das ist mir schon klar. Ja, ja. Du aber sag mal, was ist denn so Besonderes an Milch? Kannst du mir das mal erklären? Was so Besonderes an der Milch ist? Gerne erkläre ich dir das. Milch ist sogar richtig faszinierend. Aha, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Dann erzähl mal. Also gut. Milch besteht erstmal aus Eiweißstoffen, Milchzucker, Milchfett und Wasser. Und wenn man es genau betrachtet, ist Milch kein Getränk, sondern eigentlich ein flüssiges Essen. Moment, heißt das, man müsste dann eigentlich sagen, man isst Milch? Ja, hört sich zwar komisch an, aber es stimmt. Nun, Milch kann von verschiedenen Tieren kommen. Ganz klar an erster Stelle steht die Kuh. Mhm. Aber man bekommt auch Milch von der Ziege, vom Schaf, von der Stute oder vom Esel, vom Kamel und selbst vom Büffel. Natürlich auch von vielen anderen Tieren, aber das waren jetzt so die bekanntesten. Ah, okay. Nun, aus Milch kann man ja viel machen. Butter, Käse, Quark, alles Mögliche. Also Milch ist schon ein richtiges Zaubermittel, wenn man so will. Ja, aber was gibt es so für verschiedene Milchsorten? Nun, es gibt Rohmilch, Vorzugsmilch, Vollmilch, fettarme Milch, Magermilch, Frischmilch, Pastmilch und naja, dann gibt es noch was anderes und das ist die Sojamilch oder auch laktosefreie Milch genannt. Ähnlich wie die Kokosnussmilch ist diese keine Milch, sondern genau genommen nur eine Saft. Hauptsächlich wird sie von Leuten getrunken, die keine Laktose vertragen. Und was ist jetzt Laktose? Laktose ist etwas, was in der Milch vorkommt, aber bei manchen Leuten Allergien hervorruft.
Und genau genommen ist der Mensch ja auch das einzige Tier, was im Erwachsenenzustand Milch trinken kann. Zumindest wer es verträgt. Wie kommt das denn? Durch einen Zufall der Natur? Durch einen Gendefekt? Ja, 100 Punkte. Was, wirklich? Oh, toll, hey. Das muss ich sofort zu Hause erzählen. Mach's gut, Luzi. Tschüss. Jo, tschüss, Greker. Ja, nur durch eine Laune der Natur können einige erwachsene Menschen noch Milch trinken. Also die Menschen, die keine Milch vertragen, haben genau genommen die Urgene noch in sich. Jetzt habe ich aber so viel über Milch erzählt, dass ich jetzt auch erstmal Milch trinken gehe. Hallo Leute, ich bin's nochmal, euer Luzi. Hier nochmal ein paar Besonderheiten zum Thema Milch. Milch ist die wichtigste Kalziumquelle für Knochen. Und kein Nahrungsmittel ist so begehrt wie Milch. Für Frauen ist Milch gesünder als für Männer. Und wer Milch mit Wasser streckt, macht sich strafbar, wenn er sie verkauft. So, das war's von mir. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.